Now, from Hamburg City, Berlin, please make some noise for Sasha! Also mein Name ist Sascha Mokdan mit Z. Ist auch sehr wichtig, weil viele Leute mich immer Sascha nennen. Und Sascha kommt daher, mein Vater ist Nepalese, meine Mutter ist Deutsche. Und geboren bin ich in Indien. Auch das ist meine erste Single aus dem kommenden Album The Bottom Line. Produzent von meinem jetzigen Album The Bottom Line ist. Damit habe ich voll ins Schwarze getroffen. Der weiß genau, was ich meine und was ich fühle. Und das ganze Team, was am Album irgendwie teilgenommen hat, war, ob es der Mixer ist, ob es Comedy der Produzent ist, die Musiker, die auf dem Album gespielt haben. Es gab nie Diskussionen oder ich musste mich nie wirklich erklären. Ich habe das versucht zu erklären, wie ich das fühle. Es wurde sofort verstanden, sofort umgesetzt. Und das ist schon Glück. Es war nie mein Ziel, berühmt zu werden. Es war eher das Ziel, dass ich Leuten vorspielen kann und dass mir Leute zuhören. Ich weiß noch, der erste Auftritt war in Miami, das erste Konzert in der Sportarena. Und meine Knie haben so gezittert, die haben sich angefühlt wie Pudding. Ich habe gedacht, ich kann nicht mal auf die Bühne laufen. So. Und mich haben alle beruhigt und ich habe irgendwie 2 Flaschen Wasser geäxt, weil ich so aufgeregt war und damit auch ja nicht meine Stimme trocken ist und so. Und bin auf die Bühne gekommen und die Leute haben angefangen zu schreien und ich hatte am Ende Standing Ovation. Mein Album ist wie ein Tagebuch. Also es ist wirklich, jeder Song hat eine eigene Geschichte, es ist alles passiert, das sind alles Dinge, die mich bewegt haben und die mich auch beschäftigt haben. Und deswegen der Song Mama auch mal an sie, um so ja nochmal dieses Verhältnis klarzustellen. Egal wie jung ich bin oder wie alt ich bin, du bist immer meine Mama. So, und es gibt Zeiten, wo es mir nicht gut geht und dann wäre es dann mal nicht schlecht, wenn du auch da wärst. Manchmal ist ein Lied einfacher, um es jemandem zu vermitteln, als mit Worten. Viele Künstler verbinden Business mit Musik und ich glaube, das geht nicht. Ein großes Label einen amerikanischen Plattenvertrag hinlegt als deutsche Newcomerin, das ist schon was. Und die amerikanische Mentalität, auch von meinem Management aus, die darüber kam, war schon, da gibt es gar keine Frage, das wird unterschrieben. Amerikanische Plattenverträge werden in Deutschland sittenwidrig. Also da stehen Sachen drin, die gehen einfach nicht. Ich unterschreibe nicht alles. So, und ich mache auch nicht alles, um berühmt zu werden. Also alles, was ich mir wünsche, ist, dass das Album gut läuft, also dass meine Musik gut angenommen wird, dass es gefällt. Ja, und ich entspannt so weiterleben kann und auch von der Musik leben kann. Ich glaube, es gibt für keinen Musiker irgendwie was Schöneres, als von der Musik leben zu können. Because